habe den Hund. Da können bestimmt, kann die ganze Stadt hiervon essen, und zwar ungefähr 5 Tage. Ja, hier wohnen ja auch nicht viele Leute. Ja. 3. Are you ready? Was stand da? Ready for battle? Da stand Readying. Readying. Ja. Bereitmachungen. Das sieht falsch aus. Das war ja, sehr sogar. Oh nein, wir haben einen zusätzlichen Typen. Das ist vor allem so Y-I-N-G und so. Das sieht irgendwie einfach nur komisch aus. Naja. Ja, dann haben wir jetzt haben einen zusätzlichen Typen mit drin. Ist die Schrift hier in Comic Sans? Das wäre nicht so schön, ehrlich gesagt. Oh, ich darf nicht lachen. Den würde ich gerne aber noch genau machen und dann würde ich erstmal wieder einen Stopp reinhauen, damit ich das Ganze auch irgendwie noch nö. Verarbeiten kann. Mhm. In nächster Nähe. Aber deswegen wäre auch cool quasi, wenn wir einen vierten Mann hätten. Dann hätten wir eben dann keine Randoms mit drin. Was ich eigentlich mal ganz gut fand. Muss ich vielleicht, muss ich mal gucken, wen man da nehmen kann für. Man könnte den Failmaster oder so mal. Zum Beispiel. Aber der Fail. Aber ich dachte da an jemanden, der ein bisschen. Torge. Nein. Oder den Banane. Ich weiß, den was passiert, Bananen, wenn ich Johnny und Torge zusammentue. Ja, vielleicht hat Bio-Banane der Bock drauf. Der findet Monster Hunter gut, dann kann er das auch gut finden hier. Mhm. Zwing den dazu einfach mal. Wenn er den Fehler macht, wiederzukommen nach Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Fall richtig verstehe. Aber ich glaube, ich muss nach Norden. Ja. Da. Lisa, wenn du das gedrückt hast, dann fliegen halt diese Partikel da wer weg. Wer ist denn da so schnell hingekommen? Na, der Typ, der Random. Warum ist der so schnell? Der ist einfach halt nur straight dahin gelaufen. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt pro Insel halt nur 2 oder 3 Spawnpunkte. Also findest du die relativ zügig. Schade. Das fand ich tatsächlich eines der wenigen Sachen, die ich bei Far Cry Primal gut fand, ist, dass so diese Jagdgebiete relativ groß sind. Und man da ein bisschen suchen muss, bis man da irgendeinen Leoparden oder was auch immer findet. Oh, krass, das Ding, ey. Die werden ja immer abgefuckter, ey. Das ist doch wieder dieser Hipster-Biber, oder nicht? Das ist wirklich so ein Hipster-Biber. Hast du recht. Klar, ich hab immer recht. Oh ja, ja gut, Hier geht's so. Oh, holy shit, macht der Schaden, der Typ. Ich würde ja jetzt kurz leften und wieder reinkommen, aber muss ich das Spiel minimieren. Der sieht im Gesicht auch aus wie... Alter, das ist wirklich so ein Biber. Na, so eine Mischung aus diese Guams. Ja. Ein bisschen Dinosaurier-like. Oh, er ist hingefallen. No. I've fallen and I can't get up. Diese eine aus diesem Film da schnipst und die Oma dann so von der Treppe fällt. Alter, der hat den angezündet. Ich hab den angezündet. Alter. Ich glaube, das tut dem weh. Ach was. Okay, wir schlagen ihn gerade mit Waffen, die ungefähr doppelt so groß sind wie wir. Das ist ihm, glaube ich, egal. Aber dass er brennt, ist echt sein größtes Problem. Er ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. So, genau. Und jetzt sehe ich hier diesen grünen Bubble auf dem Boden. Hier drüben. Oh. Er hat mich mit... Ah! Wow, ich komme hier nicht weg, so ein Scheiß. Ja, genau. Das. Habe ich die gerade aufgehoben? Heilung! Ja. Sehr wahrscheinlich. Alter, der hat mich gerade so voll in die Ecke genockt und mich da mit seinem Schwanz gehauen ein paar Mal. Kommt er auf mich zu, dann drücke ich Q. War das nicht der vom Anfang, der sich eingräbt? Nee. Der kann sich eingraben, ne? Und so verschwinden. Der hat wieder so ein Bubble gemacht, ich benutze den. Ja, das ist, da geht darum, dass du zusammen ist, ist ein quasi. Es hat jeder hat das. Das. Haut. Genau, so. Oh, ist abgehauen. Nein. Ihr könnt euch hier übrigens heilen an diesen Dingern. Ah, ein Jungbrunnen.
Genau, die haben aber nur eine gewisse Anzahl an Ladungen. Und sind halt quasi die zusätzliche Möglichkeit, sich zu heilen, neben euren Heilflaschen. Ich renn mal dem Hater hinterher. Der Hater, der hatet. Hui! Oh, nochmal hui! Da oben ist er. Ich hab da gerade Bäume wegfliegen sehen. Hier ist er. Oh ja. Ich hab ihn auch gesehen, ganz kurz. Ich da bin, ist er bestimmt schon tot. Nee. Ich glaub nicht. Er ist tot. Hm. Hey. Akrobatisch, der Typ, ey. Oh. Wenn ich mit seinem Schwanz erwisch, dann ist aber oh, China-Böller. So, dann trinke ich doch mal so ein Stamina. Was heißt Stamina? Schnauze! Ich soll ein Auge auf meinen Timer keepen. Ja, ja, alles gut. Was heißt denn das? Also ich meine, was meinen die? Da taucht immer wieder auf der rechten Seite ein Timer auf, wie lange das Schiff noch da ist. Achso. Und was ist dieses 9% rechts? Das ist diese Gefahrenanzeige. Wenn die auf 100 ist, können wir nicht mehr wiederbelebt werden. Die senkst du, indem du ihm Schaden machst oder indem du Leute wiederbelebst. Okay. So. Oh. Damn. So, dann trinke ich mal so einen komischen Frenzy. Was hat mir auch so viel gebracht? Ja, ist doch nicht so schlimm. Die sind ja nicht so teuer. Oh, was? Ich war ja voll schlecht. Ich hab bloß mein Rang B. Ja, der Typ hat halt unglaublich viel Schaden gemacht. Also der hat mit seinen Schlägen halt 1200 Damage oder so gemacht, jeweils. Bei Standfest habe ich, glaube ich, Gold und bei den anderen beiden dann wohl Bronze. So, genau. Und jetzt seht ihr hier, dass ihr jetzt Sachen bekommen habt. Oh ja. Genau. In die 443. Genau, und diese Weapon Archonite Dinger, die braucht ihr zum Aufwerten und die Gnasher halt ebenfalls. Wie viel Gnasher hast du, Multi? Ich habe auch 443. Aber ich habe die doch aufgesammelt. Ja, bekommen wir alle. Also, wir haben sie, glaube ich, alle aufgesammelt. Also, der Punkt ist, jeder kriegt das. Also, wenn das droppt, kriegt es nicht nur der zuerst hinrennt. Oh, schade. Na, das ist ganz gut so. Finde ich auch nicht. Kämst du online ja zu gar nichts. Also. Das kann man so sehen. Und dann kann man ein Arschloch sein, so wie du. Die machen das ja. Wirklich so, wie Johnny das will, und Johnny kriegt nie was und er dann so, das ist ja voll scheiße. Genau. Wer ist auf diese dumme Idee gekommen? Ja. Das Wort zum Sonntag. Hallo. Das ist das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Wer von euch ist zu dieser Zeit noch wach? So sagt er so im Fernsehen so. Was stimmt mich nicht mit dir? Geh schlafen. Das wäre lustig. Oder kommst du rein, guck dir in die Kamera, halt die Fresse. Open Beta is live. Need a shiny new ammo or weapon skin or want to show off your style with some dice, flares or any end emotes, come visit the store. You're welcome. Selber welcome, ey. Für wen hältst du dich? So, jetzt nochmal erstmal ganz kurz den Reward hier Not bad. So, was gibt's denn? 100 Notizen, Schematics. Okay, schön. Prove your worth. Haha, gleich schon mal was annehmen hier. Für später. Soll ich einen Gnash-Säbel herstellen? Das kannst du tun, ja.
Ich guck auch mal, was ich machen kann. Kann ich auch was anderes tun? Nein. Derzeit, du kannst halt andere Sachen. Also du könntest auch einen Gnash Hammer herstellen oder einen Gnash Aber spielt das überhaupt eine Rolle, welche Waffe man hat? Naja, die machen halt schon Unterschied. Also die sind unterschiedlich effektiv gegen unterschiedliche Sachen, haben unterschiedlichen Stamina-Verbrauch, sind allgemein im Angriff unterschiedlich schnell und so weiter. Also alle haben halt ihre Vor- und Nachteile. Plus zwei ja, Range dadurch, ist komplett unterschiedlich. Dadurch, dass es ausgewogen dann ist, ist doch eh egal, was man nimmt oder nicht. Und 110% mehr Damage gegen wütende. Genau, dass wenn sie so rot sind und so rumrennen. Was heißt, du musst halt für dich entscheiden, mit welcher Waffe du am meisten Spaß hast. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, dass du später unfassbare Mengen an Material brauchen wirst. Wenn ich mir jetzt schon mal, lass mal einfach kurz gucken, was brauche ich denn gerade als Beispiel für einen Hammer. Boah, ich habe den sogar einmal upgraden können, jetzt mache ich schon 160 Schaden hier. Ich brauche, um meinen Hammer quasi auf die nächste Stufe upgraden zu können, brauche ich 24 so Weapon Archonites, 5 Dresscout und ein bisschen Notes. Ja? Das bedeutet, ich muss quasi 6 so Hands oder 4 so Hands machen, um die Waffe überhaupt upgraden zu können. Boah, das sieht voll gut aus. Am Anfang ist es, wie gesagt, noch vollkommen egal, weil, aber gegen später brauchst du halt immer mehr, vor allem für die hohen Stufen, und dann ist es schon sinnvoll, sich zu entscheiden, welche Waffen du haben willst, oder welche Waffe du von welchem Typ haben willst. Aber man findet, was man merkt, man findet wirklich relativ leicht doch herein, also das ist jetzt alles so ein bisschen simpel gehalten, sag ich mal. Wenn du eine kleine Einführung bekommst oder so, dann kommst du sehr schnell in das Spiel rein. Genau, ich finde es auch angenehm übersichtlich, also auch auf den Inseln und so. Also es ist nicht übertrieben kompliziert, wenn du dir jetzt solche Sachen wie, auch wenn das jetzt wiederkommt, ESO anguckst oder so, wo du dann 100, 200 Stunden brauchst. Ja, nicht nur ja, brauchst, sondern eh du erstmal in die ganzen Sachen reingefunden hast, wie das und das funktioniert, bis ich das mal alles mit dem Analysieren und so von den Waffen gecheckt hatte. Das hat schon seine Zeit gedauert. Obwohl das natürlich auch das Ziel hat, dass es lange dauert. Ja gut, ist wobei ja hier ist es halt nicht kompliziert, aber zeitintensiv ist es am Ende trotzdem. Ja, gut, ja. So, damit würde ich dann aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir ruhig in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen mehr von sehen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Und dann schaue ich einfach mal. Ne? Also, ciao und bis dann. Tschüss. Ciao.